Hi Ben, wir sind ja heute hier bei Why Plastic. Warum arbeitet Otto mit Why Plastic zusammen? Erstens macht es Spaß, mit einem kleinen, innovativen Startup aus Hamburg zusammenzuarbeiten, weil wir feststellen, dass die Innovationen heutzutage häufig von solchen Unternehmen getrieben werden und wir als großes Unternehmen gut daran tun, über Kooperationen diese Innovationen zu nutzen und gemeinsam auch voranzutreiben. Und das Zweite ist, Why Plastic hat einfach ein fantastisches Produkt. Sie sammeln Kunststoff, wildes Plastik, Plastik, was in der Umwelt landet, auf der Welt ein, bringen das zu uns, wir recyceln das Kunststoff und setzen es für unsere Produkte ein. Und das löst ein Riesenproblem auf dieser Welt. Sie stellen ja Versandtaschen für uns her. Wie viele Taschen und wo werden eigentlich die Why Plastic Taschen eingesetzt? Wir starten mit Why Plastic in der Kooperation, dass wir quasi die erste Versandtüte der Welt aus wildem Plastik herstellen. Das sieht nach Millionen von Tüten aus, die wir zusammen mit Why Plastic produzieren wollen. Da, wo Otto draufsteht, da wird in Zukunft Why Plastic Kunststoff, recycelter Kunststoff drin sein. Ist im Übrigen jetzt auch schon der Fall, aber jetzt halt nochmal wirklich mit einer anderen Größe und Bedeutung. Und das wird unser Why Plastic Produkt sein. Wie helfen Versandtaschen von Why Plastic, unseren Onlinehandel nachhaltiger zu gestalten? Naja, Verpackung ist schon, ich sag mal, ein wesentlicher Punkt in unserer Nachhaltigkeitsbilanz. Wir verschicken täglich Tausende von Versandtüten. Dafür müssen wir uns auch Lösungen überlegen, wie wir das Thema nachhaltiger gestalten. Und wir sind der Meinung, dass es auch nachhaltigen Kunststoff gibt, wenn er gut ist, gut recycelt ist. Und da hilft Why Plastic eben darüber, dass an der einen Seite der Welt, wo es keine funktionierenden Abfallsysteme gibt, Kunststoff eingesammelt wird, zu uns gebracht wird. Wir stellen daraus Produkte her, die dann wieder in unserem Kreislauf oder in unserem Abfallsystem landen. Und damit lösen wir auch ein Problem mit unserer Versandtüte. Hi Chris, erzähl uns doch mal, wer du bist und was Why Plastic ist. Ich bin Chris, einer der Mitgründer von Why Plastic. Und Why Plastic ist eine Purpose-Organisation aus Hamburg, die es sich zur Mission gemacht hat, das wilde Plastik aus der Umwelt zu retten und wieder zurück in den Kreislauf zu bringen, indem wir neue Produkte draus machen. Und was sind eure Produkte? Wir haben im Grunde aktuell zwei Produkte. Das eine ist die Wild Bag, eine Mülltüte für zu Hause. Und jetzt entwickeln wir mit Otto das zweite. Das ist eine Versandtasche aus wildem Plastik. Und damit eine Versandtasche, die Welt aufräumt. Und was tun eure Versandtaschen für die Umwelt und die Menschen? Für euch tut sie erstmal das, was sie tun soll. Sie bringt euch nämlich das, was ihr online bestellt habt, sicher und zuverlässig. Aber sie macht noch viel mehr als das. Jedes Why Plastic Produkt räumt die Umwelt auf. Das heißt, rettet Wertstoffe aus den Ökosystemen und bringt sie zurück in den Kreislauf. Sie zahlen faire Löhne für Sammlerinnen und Sammler und sie sparen auch noch CO2 obendrein, denn Neuplastik ist ganz schön energie- und ressourcenintensiv. Was ist euer Ziel mit Why Plastic für eure Zukunft? Wir haben Großes vor. Nicht, weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil das Problem so groß ist. Über 5 Milliarden Tonnen Plastikmüll sind in der Umwelt gelandet und wir glauben, die müssen wir retten. Wir wollen die Ökosysteme regenerieren. Das heißt, unser Ziel ist es, Jahr für Jahr immer mehr Plastik aus der Umwelt zu retten. Alleine und in Partnerschaften, besonders in so starken Partnerschaften wie mit Otto. Denn gemeinsam schafft man mehr.